Digga, die elektronische Schülerzeitung. Jo, wir sind hier Warschauer Straße, U-Bahn-Spreegalerie. Und heute gehen wir zur Comic-Invasion Berlin. Und Vorfeld haben wir natürlich informiert, ne? Das sind so Leute, die halt was drauf haben im Zeichnen und die stellen halt ihre Arbeiten vor. Und wir wollen uns die auch angucken, genauso wie die Fans und auch die Verleger. Ich glaube, da haben wir sogar ein Interview. Und ich werde mir jetzt mal so angucken, was da drin so abgeht, ne? What are you doing here? So I have a press called Other Earth Press, which is a digital press. We make digital comics and digital illustrated books for children and also for adults. So we send the comics for free and people can sign up, and every month we send some short comics out to a subscriber list. Milena, du wurdest gerade gezeichnet. Was soll das darstellen? Mich und einen Fisch, also so eine Mischung daraus. Ich meine, wann ist man schon mal ein Fisch? Oder Seehund oder Wal oder was auch immer. Meerestier. Und wie lief das gerade ab? Naja, sie hat mich gefragt, also es ist die macht Karikaturen und hat mich gefragt, als welches Tier ich dargestellt werden möchte. Also so Lieblingstier oder Monster hat sie mir angeboten. Ich meinte Fisch und ja, das ist draus geworden. Das sieht ja wunderschön aus. Gefällt es dir denn? Ja, ich meine, wunderschön soll es nicht aussehen. Das ist eine Karikatur, aber finde ich super. Also. Was war denn der erste Comic, den du gelesen hast? Uff, das ist mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit entweder Yakari oder Tim und Struppi oder Prinz Eisenherz. Das sind die drei Sachen, mit denen die den Anfang gemacht haben. Also ich war bis jetzt, glaube ich, bei jeder Comic-Invasion und eigentlich habe ich nicht wirklich eine spezifische Sache, die ich erwarte. Es ist eher so, dass ich es gibt so für mich so drei verschiedene Lager. So, es gibt die Leute, die das selbst machen und halt ihre Papiersachen verkaufen, so, also die Sachen, die sie auch selbst gedruckt haben unter Umständen und wo halt kein Verlag so dahinter steht. So, es gibt die Verläge, die da sind, die ihre Sachen verkaufen, die mehr oder minder groß sind. So, das ist dann der Jaja Verlag, das ist Avant, das ist Reprodukt. Und dann gibt es die Comicläden, die da sind. Das ist in dem Fall dann, aber das sind halt, die verkaufen komplett verschiedene Sachen. Wer bist denn du? Hallo, ich bin David, ich bin YouTuber unter anderem und Spieleredakteur, solche Sachen, also alles, was mit bunten Bildern zu tun hat, darum kümmere ich mich und deswegen bin ich auch heute hier auf der Comic Invasion. Und gibt es einen speziellen Grund, also abgesehen davon, dass du dich allgemein für bunte Bilder interessiert, weshalb du hier bist, irgendwelche speziellen Zeichner, die du treffen willst oder einfach nur so? Ich habe mich gar nicht informiert, wer da ist. Also ich kenne aus meiner Zeit, als ich noch Comics gesammelt habe, kenne ich nur ganz wenige Comiczeichner, mit denen ich mich damals auch identifiziert habe. Ich bin aber tatsächlich nur wegen den bunten Bildern heute hier, weil ich das irgendwie total spannend finde. Ich habe gelesen Comic Invasion, große Comicmesse und dachte, da gehst du vorbei, weil ich das halt aus meiner Jugend kenne.
als kleiner Bub, wo ich mit Fix und Foxy angefangen habe, bis hoch dann zu Superman, X-Men oder dann später, wo es mal düsterer wurde mit Preacher oder Spawn. Und was hat euch jetzt am besten gefallen? Die Franzosen auf jeden Fall und der Kuchen. Mir hat gefallen, dass ich mal die Comic-Szene in Berlin kennengelernt habe und fürs nächste Mal bitte Rollstuhl oder so, also mir zu viel gelaufen heute. Also mir hat es auch sehr gut gefallen und spätestens nächstes Jahr gehen wir bestimmt wieder her. Ja. Und dann sehen wir die Leute hier spätestens nächstes Jahr und wir sehen uns im nächsten Video. Die elektronische Schülerzeitung.